Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Disney Dreamlight Valley. Und ihr seht schon, ich habe noch das Kostüm von Buzz an. Das müssen wir noch erledigen. In der heutigen Folge soll es aber darum gehen, dass wir erstmal in das Portal verschwinden und dem Schatten Jens hinterher. Dann habe ich hier alles bereit für die Quest von Merlin. Und dann schauen wir mal, was wir in der Folge heute noch schaffen. Hier brauchen wir noch Rosa Hauswurz, der wächst in der sonnigen Ebene. Aber ich denke, dazu müssen wir erst ins Portal, weil ich war ja zwischendurch wieder unterwegs. Und hab dort also alle Blumen gepflückt und dann sind dort keine mehr nachgewachsen. Deswegen denke ich, dass das nachwächst, wenn wir im Portal waren. Was haben wir hier? Wir sollen mit Ursula eine Abmachung treffen. Und ich habe eine neue Hose an. Das ist von keinem speziellen Label. Das ist eine Dornenhose und die ist bei allgemeiner Kleidung drin, genauso wie die Stiefel. Und den Pullover, den hatten wir ja vorher schon. Und Leute, ich zeige euch mal, ich war ja ein bisschen unterwegs, ne? Wir haben jetzt 170.833 und 23.375 Dreamlight. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch das Eisbiom öffnen. Und aber erstmal öffnen wir hier die Säckchen. Die habe ich in der sonnigen Ebene von den Kolibris bekommen. Okay, das scheint ein Motiv zu sein. Und das zweite. Okay, scheint auch ein Motiv zu sein. Und genau. So, jetzt genug gequatscht. Jetzt gehen wir hier rein. Und ich hatte hier das Erz gesammelt. Das hat hier genau davor gelegen. Und da habe ich dann aus Versehen aufs Portal geklickt. Und da ist der Schatten Jens. Der ist dann hier weggelaufen, ne? So, und hat irgendwas fallen lassen. Und das wird die Kugel hier sein. So genau habe ich nicht geguckt. Ich habe einfach schnell gesehen, dass ich hier wieder rauskomme, weil ich das eigentlich ohne euch nicht machen wollte. So. Gut, das scheint ja easy zu sein. Scheint auch schnell zu gehen. Okay. Dann können wir ja schon wieder zurück. Das war ja jetzt kein Problem. Ist dort bei den Nachtdorn irgendwas, dass wir die... Nö. Gut, dann sind wir hier schon fertig, wie es aussieht. Dann brauchen wir die Kugel nur an die Säule zu tun. Und dann schauen wir mal, was sich dann tut hier in der sonnigen Ebene. Da bist du ja! Essen machen wir jetzt keins. Natur und Pflege zuerst. Geben wir ihm die Kugel. Leblose Kugel der Pflege. Wie ich sehe, hast du das Problem des Flusses in der sonnigen Ebene behoben. Aber nach deinem Gesichtsausdruck zu schließen, gibt es etwas anderes, das dich bedrückt. Komm schon, raus damit. Als ich aus den Vitalisminen kam, sah ich das vergessen. Erstaunlich. Hör jetzt nicht auf. Wie geht es weiter? Merlin, das Vergessen sah aus wie... Wie... Ich. Wie du? Ah. Heiderdaus. Das ist sehr verwirrend, Jens. Lass mich darüber nachdenken. Nun, es wäre möglich, dass das Vergessen ein Splitter von dir ist, der zurückblieb, als du das Tal vor langer Zeit verlassen hast. Ein Splitter von mir? Wie soll das gehen? Merlin, ist das alles meine Schuld? Wir müssen das wieder hinbiegen. Ein Splitter von mir? Wie soll das gehen? Wenn wir älter werden,
gibt es immer Teile von uns, die wir zurücklassen. Teile von uns, die nicht mehr, ich nehme an, man könnte sagen, zu uns passen. Aber nur weil wir mit einem Teil von uns abgeschlossen haben, bedeutet das nicht, dass dieser Teil von uns mit uns fertig ist. In deinem Fall könnte sich das alles buchstäblich manifestiert haben. Merlin, ist das alles meine Schuld? Nein, nein, Jens. Ich versichere dir, dass nichts davon deine Schuld ist. Ursache und Wirkung sind kompliziert. Die einfachste Aktion kann zu unerwarteten Reaktionen führen. Und hier im Tal sind die Dinge besonders kompliziert. Alles, was zählt, ist das, was du in deinem Herzen trägst. Wir alle wissen, dass du nur das Beste für das Dorf willst. Wir müssen das wieder hinbiegen. Nun, ich habe immer schon gewusst, dass du der Schlüssel zur Wiederherstellung unseres Tals bist, Jens. Apropos, Wiederherstellung vom Dreamlight Valley. Das Vergessen hat das fallen lassen. Die Kugel der Pflege. Damit können wir die Säule auf der sonnigen Ebene wiederherstellen. Nicht so schnell. Irgendetwas stimmt damit nicht. Sie ist so trüb. Ja, ich sehe es. Nun, diese Kugel bezieht ihre Energie aus dem natürlichen Leben. Als du sie zum ersten Mal in die Säule auf der sonnigen Ebene gesetzt hast, brauchte sie ziemlich lange, um aufzublühen. Aber dann verwandelte sie eine trockene Wüste in eine üppige Oase. Du musst sie vor der Säule in den Boden pflanzen und der Natur ihren Lauf lassen. Das klingt, als würde es eine Weile dauern. Nun ja, aber es gibt keinen Grund, warum wir der Natur nicht mit ein wenig Magie auf die Sprünge helfen können. Wie meinst du das? Hey! Ich habe mich endlich daran erinnert, was wir früher in den Vitalis-Minen abbauten. Es waren keine seltenen Edelsteine oder Edelmetalle. Dort gibt es Kristalle, die in Verbindung mit einigen anderen magischen Zutaten die Flora rund um das Dorf mit viel größerer Geschwindigkeit wachsen lassen. Was normalerweise Monate gedauert hätte, dauert jetzt nur noch wenige Tage. Zuerst musst du einmal einige Vitalis-Kristalle aus den Minen abbauen. Dann stelle das wundersame Wachstumselixier daraus her. Ich habe das Rezept dafür nach unserem Gespräch vorhin selbst herausgesucht. Sobald du alles erledigt hast, sprich mit mir und ich erkläre dir den nächsten Schritt. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. So, was müssen wir sammeln? Baue Vitalis-Kristall aus dem Gestein Vitalis-Minen ab. Das haben wir schon gemacht. Fruchtbare Erde. Brauchen wir 10. Wir brauchen noch 9. Genau, fruchtbare Erde brauchen wir 9. Und Dreamlight haben wir 1000. Die wir dafür auch brauchen. Dann müssen wir uns also um die fruchtbare Erde kümmern. So, Freunde, ich habe das Wundermittel jetzt hergestellt. Ihr seht, was hier los ist. Ich habe jede Menge angepflanzt. Wenn ihr mal fruchtbare Erde braucht, Leute, nehmt euch Weizen, pflanzt den an, der ist ruckzuck reif, kostet wenig. Und ihr bekommt beim Ernten dann fruchtbare Erde. Und macht eins, tut mir den Gefallen, was ich nicht gemacht habe, hebt euch die fruchtbare Erde gleich auf, wenn ihr welche findet. Ich dachte erst, die ist relativ nutzlos, aber bis jetzt hat sie ja auch noch keine Anwendung gehabt. Aber ihr seht, irgendwann bekommt alles seinen Zweck. Und also hebt euch die fruchtbare Erde auf, den Rest ernten wir später. Und jetzt gucken wir in den Rucksack und wir sollen jetzt das Wundermittel hier, das wundersame Wachstumselixier benutzen. Nice. Und jetzt müsste unsere Gießkanne... Hast du mal kurz Zeit? Also, die Sachen schneller zum Wachsen bringen. Schauen wir mal nach. Thank you.
Auf Wiedersehen. So, dann wollen wir mal mit Merlin sprechen. Da bist du ja. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Nutze die Magie, die er dir verleiht. Weise. So, dann machen wir die Quest hier weiter. Bravo, du hast es geschafft. Deine Gießkanne strotzt nur so vor magischer Vitalität. Der letzte Schritt ist simpel. Pflanze die Kugel der Pflege vor der Säule in der sonnigen Ebene in die Erde. Dann sorge dich um sie, bis sie wächst. Dieser Teil bedarf etwas Geduld, Jens. Alles dreht sich um die Pflege der Kugel, bis der Funken Magie zurückkehrt. Und jetzt hinfort mit dir. Hey. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. So. Dann haben wir hier. Ich habe bei Wolli auch gleich mal den Garten vergrößert. Ich bin auch meine ganzen Sternmünzen jetzt los. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe. Der wird in sehr vielen Schritten vergrößert. Bis wir am Ende auch bei 50.000 sind. Und da war mein Geld weg. Ich habe jetzt nicht mal mehr 10.000 Sternmünzen. Also müssen wir dann, oder muss ich dann zwischen den Folgen wieder jede Menge sammeln. So, dann wollen wir jetzt aber mal die Sache hier vorerst zu Ende bringen. Hey. Gut, dann müssen wir das wahrscheinlich gießen, ganz klar. Das kann ein paar Tage dauern. Naja gut, dann werden wir uns erstmal anderen Aufgaben widmen. Und schauen mal, können wir jetzt die Pilze hier? Nee. Können wir nicht. Aber ich denke, da wird uns Merlin dann... Das ist ja die andere Quest. Genau. Die wir bei Merlin noch machen können. Da gehen wir gleich mal... Da gehen wir gleich mal nachschauen. Ob wir die auch abgeben können. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Aber gut. Ist nicht aller Tage Abend. So. Gucken wir mal. Hoffentlich ist er noch hier. Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Das ist dein Traum, weißt du? Steckt nur nicht. Du kannst helfen. So, geben wir ihm die Mittel, die er braucht hier. Genau. Oh, oh, hallo. So, großartig. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen. Nun zur Verzauberung. Higitus, Pigidus, Omnibus, Feen, lästige Pflanzen, es ist Zeit zu gehen. So, das sollte genügen. Teste sie an einigen der kleinen Pilze, die einen Weg in das Dorf blockieren. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn auf. Mal hier runter, da müsste es eigentlich bei der Brücke dort funktionieren, ne? Ach, tu mir einen Gefallen. Ja? Ja, mit ihr müssen wir auch hin. Das funktioniert aber nicht, oder? Müssen wir uns die Aufgabe da anpinnen? Okay.
Okay, wir sollen erstmal kleine Stellen entfernen. Da haben wir schon wieder zu viel gewollt. Ah, okay. Da kriegen wir sogar Champignons. So, das funktioniert schon mal. Dann sollen wir zu Merlin zurück. Was er jetzt sagt. Ich wünsche dir noch eine tolle Nacht. Ich dir auch, Woody. Na komm schon. Was hat er denn? Jetzt. Oh, hallo. Die Verzauberung hat funktioniert. Wunderbar. Wir haben zwei wichtige Dinge herausgefunden. Dass die gereinigten Nachtschirmen mächtige Hilfsmittel sind. Und eine Möglichkeit, diese lästigen Pilze zu beseitigen. Ein wirklich produktives Unterfangen. Ha, hervorragend! Gut, dann schauen wir jetzt mal. Das ist dein Traum, weißt du? Ob wir die Pilze dort an der Brücke jetzt auch wegbekommen. Ich hoffe es. Inständig. Mutter Gutell angelt auch. Ja. Gut, ne? Hier kommen wir noch nicht weiter. Okay. Gut, das wird seinen Grund haben, denke ich. Keine Ahnung. Aber das funktioniert schon mal nicht. Jens, bist du bereit, dich als Kadett der Space Ranger deiner ersten Bedrohung zu stellen? Klar doch. Fantastisch und keine Angst, Jens. Es ist ganz normal, bei seiner ersten Mission ein wenig nervös zu sein. Aber ich stehe an deiner Seite. Jetzt ist es an der Zeit, Ursula, die Meerhexe, zur Rede zu stellen. Ich weiß nicht, aus welch üblen Gewässern sie kommt, aber ich habe keine Zweifel daran, dass sie etwas Böses im Schilde führt. Wir müssen ihr einen Strich durch die Rechnung machen, bevor es zu spät ist. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's. Hast du dafür irgendwelche Beweise? Vielleicht sollten wir Ursula lieber in Ruhe lassen, sonst verwandelt sie uns noch in Seealgen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's. Ja. Das ist die richtige Einstellung. So, dann pinnen wir uns die mal an. Hör Bass und Ursula zu. Wo sind denn die jetzt? Ich wusste, dass wir es gegen Ursula nicht leicht haben würden, aber das könnte schwieriger werden als gedacht. Sie hat keinen Respekt vor mir und erst recht nicht vor Star Command. Wir brauchen eine neue Strategie, aber wie gehen wir die Sache am besten an? Kein Problem, Buzz. Ich habe eine Idee. Wir sollten deinen Ruf verbessern. Ich könnte Buzz Lightyear Flugblätter machen,
damit alle wissen, wofür die Space Ranger stehen. Sie kämpfen für die Unschuldigen. Niemand sollte sie unterschätzen. Sie stellen sich standhaft gegen das Böse immer und überall. Ja, genau. Wir werden den Leuten zeigen, dass das Böse im Tal keine Chance hat. Solange wir da sind, um es zu bekämpfen. Und ich weiß auch schon, aus welchen Materialien du die Flugblätter basteln kannst. Aber dafür musst du in Bonnies Zimmer zurückkehren, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Dort solltest du Spielkarten finden, auf denen ich abgebildet bin. Sie könnten allerdings schwer zu finden sein. Also sieh dich überall um, komm zurück zu mir, wenn du die Spielkarten hast. Dann machen wir das erstmal. Eins nach dem anderen, ne? Wir werden jetzt nicht alles durcheinander machen. Was macht denn ihr hier? Seid ihr bekloppt? Wir reden gleich mal mit Mickey. Seit Minnie zurück ist, erinnere ich mich an vieles. Zum Beispiel an meinen Lieblingsausblick über das Tal und an eine Abkürzung durch das Dorf. Ich habe mich auch daran erinnert, wo ich diese magische Truhe versteckt hatte. Es muss etwas Wichtiges drin sein, aber ich kriege sie nicht auf. Deshalb glaube ich, dass sie magisch ist und du bist auch magisch. Vielleicht kannst du sie öffnen. Natürlich, lass mich die Truhe sehen. Das hört sich interessant an, aber ich komme später darauf zurück. Hier ist sie. Okay, ja, gibt's uns. Gut. Bis ganz bald. Die Geheimtür, okay. Okay. Gut, aber wir suchen jetzt nach den Karten. So, Toy Story Reich. Wir sind hier. Aber wo sind die Karten? Seht ihr irgendwo Karten, Leute? Vielleicht sind die ja in der Truhe, die uns Mickey gegeben hat. Das könnte vielleicht möglich sein, ne? Dass das irgendwie zusammenhängt. Schauen wir gleich mal rein und sehen, ob es vielleicht wirklich so ist. Schaden kann es ja nicht. Okay. Das ist ein Vorhang. Und dahinter ist irgendwas. Aber was? Haben wir hier irgendwie so einen Vorhang? Nö, ne? Da ist ja Mickey, okay. Gut, dann gehen wir mal zu Mickey und fragen mal, der wird uns bestimmt eine Antwort geben können. Hallo du! Jens, als du diese Truhe geöffnet hast, habe ich mich an etwas Neues erinnert. Da war eine Tür, aber ich weiß nicht wo. Ich erinnere mich auch an einen Teil eines Rätsels. Es ging so. Geschütze und Türme wirst du sehen, darin für alt und neu. Eine Tür wird stehen. Das hört sich so an, als ob irgendwo eine Geheimtür ist. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ja, los geht's. Oh wow, Geheimtür, wir kommen. Danke, Kumpel. Aber ich will trotzdem erstmal gucken, hier sind keine Karten, ne?
verstehe es nicht ganz. Soll das hier drin sein oder was? Nee. So, Freunde, ich war Edelsteine sammeln. Und ich habe die Geheimtür gefunden. Die Edelsteine geben wir erstmal hier bei Mutter Gothel ab, denn wir sollen ein Licht anzünden. Wenn du die Materialien hast, dann stelle die Sonnenlichtfackeln her, okay? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Schrei mich nicht so an. Gut. Die Sonnenlichtfackeln herstellen. Gut. Aber wir bauen erstmal das Erz hier ab. Da haben wir noch einen Edelstein. Oder auch zwei, weil Mutter Gothel ist jetzt auch Level 9 schon, weil ich die ganze Zeit mit hatte. Und die Bergbauarbeiter, nenne ich es mal, die geben uns ja auch dann, wenn wir Edelsteine bekommen, die Edelsteine doppelt. Egal welche Stufe die sind. Jo Leute, und ich habe ja zwischendurch auch das Eisbiom geöffnet. Die eisigen Höhen. Und da werden wir jetzt auch mal kurz vorbeigehen. Zeige ich euch mal, wie das dort aussieht. Ich habe auch Goofy Stand schon auf Level 2. Da werden, können wir jetzt auch noch mal das dritte Level einen schönen verbessern. Tag noch. Ich habe nämlich keine 10.000 mehr gehabt. 20.000 kostet das sogar. Gut, dann können wir es nicht machen. Das auf nächste Mal. Das nächste bald. Mal. Ja, wir finden hier auf jeden Fall auch trockenes Holz. Was wir ja bis jetzt, glaube ich, noch gar keine Verwendung hatten. Oh, aber das wird auch noch kommen. Hier sind Füchse. Aber genauso wie die Waschbären, weiß ich nicht, wie ich mich denen annähern kann, was ich da machen muss. Wenn ihr das vielleicht wisst, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Wie auch alles andere, was ihr mir natürlich in die Kommentare schreibt. Aber ich kann nichts machen, ne? Muss ich da irgendwas Bestimmtes im Inventar haben? Ich weiß es nicht, ne? So, dann gibt es hier Kirschen. Blumen hatte ich auch schon alle gesammelt, die hier gestanden haben. Hier haben wir Minze. Hartholz, ne? Und es gibt hier auch noch Stachelbeeren. Bis jetzt habe ich hier auch nur einen Erzfleck entdeckt. Aber nein, ich sehe gerade hier hinten ist auch noch einer. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Also es gibt hier keine Höhle erstmal oder so, ne? Ich schätze, es kommt ja auch noch vieles dazu. Das Spiel ist ja noch nicht fertig. Und es gab ja vor einer Weile erst ein Update, wo der Scar dazugekommen ist. So, hier wachsen Stachelbeeren dran. Hier können wir auch angeln, ne? Das könnten wir eigentlich auch mal probieren. Wenn wir einmal hier sind. Mal gucken, was wir hier am Haken haben. So, wollen wir mal schauen. Vielleicht ein Eisfisch. Ah, das war nix. Noch einmal. Ein Buntbarsch. Na gut, 1,3 Kilo. So, und dann gehen wir jetzt ins Traumschloss. Den Brunnen können wir öffnen, oder? Hallo! 10.000, na gut, wir machen den auf. Sehr gut. Dann fehlt uns nur noch ein Biom. Und zwar ist das ja
sind das ja das verlorene Land, ne? Und die 15.000 haben wir jetzt auch schon zusammen. Und da können wir dann demnächst auch aufmachen. Da warten auch wieder neue Sachen auf uns. Aber jetzt geht es erstmal ab ins Traumschloss, ne? Wie gesagt. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge, denke ich, um die letzten Aufgaben, die wir erstmal bekommen werden, denke ich. Ich weiß es natürlich nicht. Oh, hier. Können wir gleich mehr ernten. Ja, und Mutter Gothel müsste fast Level 10 sein. Dann haben wir den nächsten auf Level 10, ne? So. Und wie gesagt, ab ins Traumschloss. Mal gucken, ob wir die Tür aufmachen können, ne? Denn ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir brauchen dort auch Edelsteine. Ob wir die alle haben, weiß ich nicht. Und zwar, Leute, die Tür ist hier, ne? Auf der rechten Seite, wenn wir reinkommen. Und das ist mir erst gar nicht aufgefallen, bis ich dann mal irgendwann hier war und gesehen habe, Mensch, und hier ist ja ein Vorhang vor der Tür. Und den Vorhang, den habe ich jetzt leider auch schon geöffnet, ne? Weil da braucht man bloß E drücken, Magie einsetzen und dann öffnet sich der Vorhang. So, und dann sehen wir ja hier, da haben wir schon mal den grünen Edelstein. Mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Interagieren. Okay, wir können das einsetzen. Das einsetzen. Das einsetzen. Einer fehlt noch, ne? Einer fehlt noch. Das kann ja dann nur... wie heißt er jetzt gleich? Der Smaragd sein. Okay, die haben wir schon eingesetzt. Die bleiben jetzt auch da drin. Hm. Welcher fehlt uns denn? Warte mal, wir haben ja das Bild. Der grüne ist ja schon drin. Wir haben ja das Bild. So. Orange. Okay, okay, okay. Ich weiß, da müssen wir, glaube ich, in die sonnige Ebene. Und da gibt's den. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Aber der ist auf jeden Fall so pink, ne? Hier habe ich auch schon, was es bei Goofy da in den eisigen Höhen gibt. Gurkensamen und Auberginen-Samen eingepflanzt. Habe ich gleich ein paar gekauft gehabt. Und da haben wir ein bisschen Vorrat. Ja, ich habe die Tür ewig gesucht, ne? Bis ich dann irgendwann ausgemacht habe und gedacht habe, ich mache am nächsten Tag weiter. Und dann hatte ich zwischen, da haben wir schon den, den wir wahrscheinlich brauchen. Und Mutter Gothel gibt uns noch einen. Aber ich glaube, das sind unterschiedliche, ne? Nee, das sind beides dieselben. Ich dachte, der eine ist ein glänzender, aber die gibt uns ja eigentlich auch immer denselben, den wir schon bekommen haben. Aus dem Steinfleck. Genau. Dann gehen wir es jetzt gleich nochmal versuchen. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Denke ich. Hoffe ich. Das müsste der sein, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, definitiv. Gut. Dann müssen wir ja die Tür jetzt wahrscheinlich aufmachen können, ne? Let's go! Was gibt's denn hier Schönes?
Bücher. Märchenbuch. Ein Märchenbuch über einen Prinzen in Not, okay? Und eine Maid, die ihn rettet. Okay. Dann lesen wir das mal. Können wir das nicht aufheben? Scheinbar nicht, ne? Okay. Gut. Was liegt hier? Auch ein Buch. Zerfleddertes Buch. Dieses Buch wurde sehr oft gelesen. Jemand hat einen Turm auf die erste Seite gemalt. Einen Turm. Könnte das vielleicht Rapunzel sein? Minis Punktmusterhandbuch. Wer hätte gedacht, dass es so viele Variationen gibt? Okay. Hier ist noch eins. Das können wir aufheben. Das sind Regale hier. Das ist auch ein Regal. Wir gucken mal ins Inventar. Können wir das lesen? Nee. Ah, guck mal hier. Ich hab's mir fast gedacht. Ne, da oben fehlt auch ein Platz. Okay. Da können wir das Buch hier wahrscheinlich reinmachen. Genau. Und es öffnet sich noch eine Geheimtür. Nice. Jede Menge Kisten und eine Werkbank. Ein Klavier. Können wir nicht benutzen, leider. Gut, an die Werkbank brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dann öffnen wir mal die Kisten. Nummer 1. Edelsteine. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist ein was? Ein glänzender Diamant. Okay, den haben wir ja noch gar nicht gehabt. Dann müssen wir einen Platz leer machen. Wir können ja hier auch was in die Kiste tun, ne? Legen wir die zwei Steine hier ab. Oh, naja, Steine können wir immer wieder sammeln, ne? So, dann haben wir den Diamant. Die nächste Kiste. Sehr nice, Leute. Gut, dann müssen wir wieder was ablegen. Was legen wir ab? Komm. Hier, die drei Himbeeren. Die wachsen ja auch ruckzuck nach. Das ist kein Problem. Sind nicht sehr teuer. Und wenn nicht, dann können wir sie uns auch hier holen, ne? Wenn wir sie wirklich brauchen. Gut, Nachtscherben. Da haben wir jetzt auch keinen Platz, weil wir die noch nicht drin haben. Oder? Nee. So. Was lassen wir hier? Ach, wir können Säckchen aufmachen, ne? Wir machen mal die Säckchen auf. Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. So, wollen wir mal schauen. Was ist in den Säckchen drin? Okay, eine Mini... eine lila Mini-Orange... Ein lila Mini-Orange-Stirnband. Nice. Der nächste. Oh, eine rosa, eine gestrickte Winterhandschuhe. Schick. Und hier? Ein roter Winterhut. Sehr schön. Dann weiß ich, was ich umsetze, wenn wir mit Bass seine Aufgabe fertig sind. So, dann können wir uns die Nachtscherben einpacken. Gut. Haben wir alles? Scheinbar, ne? Ja, wir scheinen alles zu haben hier. Warte mal, da können wir ja die Steine auch wieder mitnehmen. Dann verkaufen wir die, ne? Genauso wie die Himbeeren. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir wieder ab. So. Ach, wir hätten die drei Sonnenlichtfackeln herstellen können, ne?
Das können wir gleich mal machen. Vielleicht steigt die gute Mutter Gothel dann auf Level 10. Was ist das hier eigentlich? Ein Spind. So. Genau, die Fackeln. Wo haben wir denn die? Hier nicht. Hier auch nicht. Mal gucken, ob sie hier sind. Sonnenlichtfackel. Ah, okay. Uns fehlt jetzt ein Aquamarin, ne? Dann müssen wir uns dafür noch ein Aquamarin besorgen. Das sollte kein Problem sein. Aber ich denke, das wird dann nichts mehr in dieser Folge. So, wir schauen mal. Wir müssen jetzt bestimmt zu Mickey zurück. Die Geheimtür. Was ist das für ein geheimer Raum? Sprich mit Mickey, um zu erfahren, woran er sich erinnert. Dann finden wir uns die Aufgabe mal an. Was müssen wir hier nochmal machen? Begib dich in das Toy Story Reich. Okay, für den Bass sollen wir ja Karten suchen. Dann gucken wir jetzt nochmal da rein, ob wir die jetzt finden. Weil da hatte ich ja auch schon am Anfang geschaut, wo wir Mickey getroffen haben. Und Donald bei den im Toy Story Raum. Und da schauen wir jetzt nochmal rein. Warum gehe ich hier hin? Weil ich zu viel quatsche. Okay, wir müssen noch eins runter. Das sind ja 4 Etagen hier. So, hier ist Toy Story. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt die Karten irgendwo sehen, ne? Wir können uns ja die Aufgabe auch mal anpinnen, solange. Stück sollen das sein. Aber wo sollen die verdammt nochmal sein, ne? Hier im Zoo liegen sie doch auch nicht, ne? Nee. Da würde ja auch, das würde man ja auch sehen, ne? Das funkelt ja so. Ah, guck mal hier! Was haben wir denn da? Ach, jetzt haben wir wieder keinen Platz, ne? Da müssen wir was snacken. Komm, die Minze kann weg hier, die, das eine Mal. So, haben wir einmal Karten, ne? Aha. Dann müssen wir wohl nach den Büchern Ausschau halten. Gucken. Na, hier nicht, das Gelbe wahrscheinlich. Ja. Hey, die nächsten. Hier hinten steht, glaube ich, noch eins. Nee, das war ein Bild. Schrank. Nö, im Schrank ist nichts. Aber irgendwo muss noch eins sein. Ach, da hinten steht. Sehr schön. So, dann haben wir die 3 Karten auch. Hat sich doch gelohnt. Gut. Dann werden... Also wir müssen also zu Bass und Mickey jetzt. Das werden wir noch schaffen. So, auf geht's. Genau. So. Gut, wir werden mal schauen, wo sich Mickey und Buzz aufhält. Mickey ist bei Dagobert. Nee, bei Remy. Und Buzz ist hier bei der beim Brunnen.
Ne, bei der Treppe ist er. Da ist er, ja. Komm mal her, Bass. Hab was für dich. Oh. Glückwunsch zu einer weiteren erfolgreichen Mission, Kadett. Du hast bewiesen, dass du in einer unbekannten Umgebung Ressourcen ausfindig machen kannst. Jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch ohne meine Hilfe Ressourcen orten kannst. Und ohne deine Hilfe. Wenn wir Buzz Lightyear Flugblätter verteilen wollen, dann brauchen wir dafür Papierbögen. Dein Auftrag lautet, welche aufzutreiben. Wer könnte uns wohl Papierbögen leihen? Ich könnte Merlin fragen. Er schreibt viel für seine Nachforschungen. Er verbringt fast seine gesamte Zeit in der Bibliothek. Seine Bibliothek ist so vollgestopft, da sind bestimmt irgendwo auch Papierbögen. Wir nehmen das erste. Er schreibt viel für seine Nachforschungen. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben übernehmen kann. Ich glaube, wir werden noch mehr Papier brauchen. Ich werde auch mal Mickey und Donald fragen. Auf die beiden kann ich mich immer verlassen. Ihre Häuser gibt es schon am längsten. Sie werden sicher keine Bezahlung verlangen. Auf die beiden kann ich mich immer verlassen. Es gibt nichts Besseres als Freunde, auf die man sich verlassen kann. Und wenn du die Papierbögen hast, dann kombiniere sie mit Hilfe des Haftklebers mit dem Buzz Lightyear Spielkarten. Okay, den haben wir bekommen. Wir müssen irgendwas. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für warte, dich. Warte, bleib hier. Gut, wir essen Knoblauch, riechen dann zwar nicht so gut, aber. Oh, ja. So, dann gebe uns jetzt mal den Kleber. Gut, jetzt haben wir ihn. Dann geht die Quest also auch noch weiter. Zu Merlin können wir auch, wenn man gerade treffen. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Dann machen wir das hier erstmal, die letzte Prüfung. Was muss ich tun? Ah. Du wirst Nachtscherben und Traumscherben benötigen, um gereinigte Nachtscherben herzustellen. Das haben wir schon gemacht. Frage Wolli, ob er sie zu Pulver zermahlen kann. Es ist okay. Fast so, als wären wir in Bonnies Fantasiewelt ein... Das interessiert mich jetzt. Wo ist Wolli? Wolli ist hier auf der sonnigen Ebene, wie es aussieht. Wenn er abhaut, müssten wir ihn ja unterwegs treffen. Ja, Merlin kommt gleich mit, das ist gut. Hier ist er ja, der Kleine. So, dann geben wir ihm die mal. Glaubst du, du könntest diese Scherben für mich zerkleinern? Tada! Okay. Ein Pulver so schwarz wie die Nacht. Danke, Wolli. Schon bald werde ich eine verbesserte Gießkanne haben. Danke, Wolli. Ah, okay. Das ist dein Traum, weißt du? Ausgezeichnet, Jens. Nur du kannst helfen. Jetzt habe ich eine Herausforderung für dich. Wir arbeiten nun schon eine Weile zusammen und ich denke, du bist bereit. Bereit, selbst ein Zauberer zu werden. Wow, bin ich wirklich bereit dafür? Bekomme ich einen spitzen Hut? Nee, wir sagen wow. Ganz einfach. Dies ist ein Buch über die Verzauberung von Gegenständen. Ich gebe dir einen Hinweis. Du brauchst den Eistränensamen. Es war im Einband des Buches versteckt. Hier, nimm ihn. Ich habe meine Patrouille beendet. Alles ruhig in diesem Quadranten. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Wir müssen unser Inventar erst wieder ausräumen. Dann, warte. Wir haben viel zu tun. Warte. Ey, bleib hier.
Kommen die Bananen und die... So, und dann gehen wir noch mal Merlin hinterher. Wo ist er denn jetzt? Da ist er ja. Du bist hier. Schön, denn ausgezeichnet, uns bleibt nicht viel Jens. Zeit. Jetzt habe ich eine Herausforderung für dich. Das haben wir ja schon gelesen. Ist dasselbe nochmal. Gut, jetzt haben wir das Buch. Und auch die Eisträne. So, dann gucken wir gleich nochmal, was die Kugel macht, die wir eingepflanzt haben bei der Säule. Die habe ich zwischendurch auch schon einmal gegossen, als ich Edelsteine gesammelt habe. Okay, ist immer noch nicht reif. Gut, Vanille passt natürlich nicht. Dann gucken wir mal, wo Mickey ist. Wir sollen ja sowieso bei ihm zu Hause nachgucken. Okay, hier liegt Papier. Ja, müssen wir das später machen. Wir müssen erstmal verkaufen und ausräumen. Und Fackeln machen. Wir gehen am besten dann erstmal nach Hause. Gut. Ist Mickey irgendwo? Was? Der ist bestimmt bei Dagobert, hä? Nee, der ist bei Remy. Hey, weißt du was? Du bist mein bester Hilfscherin. Die Quest, die möchte ich gerne noch abschließen jetzt. Okay, der ist mit Donald Magi und Donald ist gegrillter Fisch als Hauptspeise. Hallo du! Hallo Mickey! Geschafft! Du hast mir geholfen, die Tür zu öffnen. Ich wollte meine Sachen vor dem Vergessen schützen. Zuerst habe ich sie versteckt, aber dann habe ich die Verstecke vergessen. Wie so viele hier im Tal, ne? Ich habe also viele Sachen zusammengetragen. Jens, ich möchte dir das hier geben. Okay. Es ist ein Zeichen unserer Freundschaft, zur Erinnerung an all die Abenteuer, die wir erlebt haben. Genauso wie all die kommenden. Hat er uns das jetzt gegeben? Wahrscheinlich, ne? Aber das wird ja ein Dekostück sein, denke ich. Können wir auch mal nachschauen. Bei Sammlung. Zutaten, Kleidungssets. Ah ja. Ein bezaubernder Brunnen. Nice. Mit einem goldenen Mickey Maus Zauberer oben, oder? Scheint so, ne? So, gut. Dann stellen wir die Fackel noch her. Wir müssen eh nach Hause. Und Frau Gutell kommt ja mit. Die Mutti. Ach ja, uns fehlt ja noch der eine Edelstein. Das habe ich ganz vergessen. Gut, dann können wir es doch nicht abschließen. Aber... wir fangen jetzt auch nichts Neues mehr an. Wir machen jetzt Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ist relativ viel zusammengeschnippelt gewesen, die Folge heute. Aber ich wollte euch lange Laufwege und Gesuche und... ja... ich wollte euch lange Laufwege und Gesuche ersparen, ne? Und habe das deswegen alles ein bisschen verkürzt. Aber das Wichtigste habe ich euch gezeigt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert auch gerne. Auch wenn ihr wisst, zum Beispiel, wie das mit den Tieren funktioniert. Mit den Füchsen und mit den Waschbären, wie ich die ranbekomme. Genauso die Krokodile im Sumpf. Keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, gerne reinschreiben. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Dann könnt ihr nichts verpassen. Und wenn du zusätzlich die Glocke aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt.
Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich denke, dass wir die letzten Quests abschließen werden. Aber uns fehlen ja auch noch zwei Charaktere. Schauen wir mal. Bis dahin. Ciao, euer Jens.